Aber was ist denn dann, wenn dann, keine Ahnung, Kilometer den Fluss hoch dann Süßwasser gewesen wäre? Was wären dann die Lösungen gewesen? Die Rettungskette gefährden und sich da irgendwo einen Kilometer weit im Land verkriechen? Wir schauen uns jetzt nämlich das Video von Martin an, der wahre Grund für den Abbruch bei Seven vs. Wild. Ich kann mir nur vorstellen, dass es halt darum geht, was im Titel steht, logischerweise, mal ernst zu mir gesprochen, aber ja, also jeder, der so die einschlägigen Foren und Kommentare bei YouTube so ein bisschen nachverfolgt, der weiß ja, was da so los war. Ja. Und ich denke mal, das wird Martin sich dann jetzt doch nicht länger gefallen lassen haben und jetzt kommt das Video, wir sind gespannt. Die Richtigstellung, die Klarstellung, die Wahrheit. Gleich von vorne weg, das Video ist eher dazu gedacht, um die Leute quasi abzuholen, die halt Fragen haben, denen halt noch so Sachen auf der Seele brennen, die halt sich missverstanden fühlen oder irgendwas. Es geht natürlich um das Thema Seven vs. Wild. Jetzt ist nun bekannt, dass wir, also Fritz und ich, Tag 3 ausgeschieden sind und es sammeln sich Mythen und Theorien und keine Ahnung und alles, ganz, ganz viele wirre Sachen, die ich hier mit dem Video einfach mal aufklären möchte. Auch so ein paar Informationen raushauen will, die halt so hintergründig passiert sind oder auch vordergründig oder auch warum haben wir was oder wie oder jenes getan. Ich mache dieses ganzen YouTube-Bereich schon seit über 12 Jahren. Ich bin quasi ja Krass, vorher Alter, immer noch 12 Jahre ist Hausmeister das schon gewesen, bin her. erst seit 3. What the fuck? Wir machen jetzt 8 Jahre, wa? Oder Acht, ist ja, und ich neun? glaube, Fritz macht es seit 10? Ey, einfach behaupten, wer will's nachprüfen? Stimmt, 10. Ich glaube ja. 3 Jahren selbstständig und nebenbei habe ich immer gearbeitet und halt YouTube betrieben. Nur mal kurz so als Randnotiz. Und da ja in dem Ausscheidepunkt, also an dem Tag 3, wo wir raus sind, sich der große Mythos hält, es wäre wegen meinen Rückenschmerzen gewesen, will ich damit einfach mal aufräumen. Punkt 1. Ich habe, seit ich 18 Jahre alt bin, Probleme mit meinem Rücken. Das ist also schon sehr, sehr lange. Ich weiß damit umzugehen und ich habe da so meine Mittel und Wege und keine Ahnung und wie ich damit halt klarkomme. Was ich eigentlich sagen will, ist, dass, also das sage ich ganz, ganz deutlich, wir sind bei Seven vs. Wild Staffel 3 an Tag 3 nicht ausgeschieden wegen meinem Rücken, sondern weil wir kein Trinkwasser hatten. Und das war eine Entscheidung, die wir getroffen haben, die uns schwer gefallen ist, aber faktisch war es wegen dem nicht vorhandenen Trinkwasser. Ganz wichtig. Das war mir auch wichtig, dass das halt einfach mal gesagt Weil das wird. hat man ja auch mitbekommen, finde ich, beim Schnitt. Ja. Also die haben ja da nochmal Lösungen versucht zu zeigen oder gezeigt und war halt nicht und dann sind sie halt ausgeschieden. Also das hat man schon mitbekommen, finde ich. Es sei denn, Leute im Internet wollen das so nicht sehen und sagen, was für ein Rücken, bist du raus, was hier. Ja, das ist sowieso immer ganz schwierig, ne? Was wird im Inter also was sieht man? Was war hinter also nee, mal anders. Was war vor Ort wirklich los? Ja. Was wurde gefilmt? Was wurde von dem Gefilmten dann in den Content reingenommen? Und dann gibt es ja noch die Interpretation des Zuschauenden. Also, du hast da irgendwie 4 verschiedene Ebenen, Ja. die zu jeder Menge Missverständnissen führen können. Deshalb wäre es wahrscheinlich am sinnvollsten, einfach dem zu glauben, der vor Ort war. Nicht die Rückenschmerzen. Und ich sag's euch, wie es ist: Wenn es die Rückenschmerzen gewesen wären, dann hätte ich das auch genauso kommuniziert. Wir haben halt nur, und das kann man jetzt bereuen oder auch nicht, dass diese Thematik mit eingegriffen oder mit eingezogen in diese Videoaufnahmen. Weil ich das halt auch teilen wollte, dass das halt nicht alles easy peasy für mich ist, sondern tatsächlich auch mit gewissen Ist ja Schmerzen. Sinn von Seven vs. Wild, Genau. dass du deine jetzige, wie du dich fühlst, was du für Genau. Probleme hast, das teilst. Und das Genau. hast du natürlich auch gemacht. Genau. Das, was Max gerade gesagt hat, dass man halt nicht nur die schönen Hallo Seiten Max. zeigt oder nur halt Spaß zeigt, sondern auch wirklich die Seiten, die halt dann anstrengend sind. Warum ich das mache? Wie gesagt, weiß ich da, der Mythos hält, es wäre wegen meinem Rücken gewesen. Und nochmal ganz klar, ich hätte ganz deutlich gesagt, Fritz wusste von der Thematik, wenn es das gewesen wäre, hätte ich auch gesagt, pass auf, es geht nicht, ich mach jetzt hier einen Cut und wir würden uns halt kein Exit suchen oder sowas, das ist totaler Quatsch. Fritz und ich, wir sind zwei Typen, die niemals belangloserweise irgendwie irgendeinen Exit suchen würden oder also vorschnell irgendetwas beenden würden. Schon gar nicht so ein großes Format wie Seven vs. Wild. Wir haben alles getan, was in unserer Macht stand, dass wir halt wirklich sagen, okay, pass auf, ey, krass, was hier gerade. Es flattert hier gerade ein Kommentar rein. Bin echt froh, dass Martin seine Community respektiert und nicht immer sagt, ja, die Leute, die vor der Couch sitzen, im Warmen keine Ahnung haben. Das schätze ich an ihm, weil es Quatsch wäre. Ja, aber meistens sind es ja die Leute, die halt zu Hause vor der Couch sitzen und halt eben nicht vor Ort waren, dann aber irgendwelchen besserwisseren Scheiß ins Internet schreiben, so. Ja. Also, wenn du nicht vor Ort warst, kannst du jede Menge Meinung haben und aber dann halt auch für dich behalten, so, ist meine Meinung dazu, weil du weißt halt nicht, wie es vor Ort war. So. Na, also ich finde, die können die Meinung auch schreiben, das ist auch in Ordnung.
aber die behaupten dann einfach, das finde ich halt blöd. Stimmt, dann halt ganz das klar. Das nervt mich sogar, ja, weil es ist nur ein kleiner prozentualer Anteil, aber die fragen ja dann nicht in den Kommentaren, hey, zum Beispiel jetzt bei Martin, hey Martin, bist du nicht, also ich finde, irgendwie kam das so rüber, als ob du wegen den Rückenschmerzen rausgegangen bist, sondern die sagen, ja Martin, das ist 100% wegen den Rückenschmerzen. Stimmt. Ja, ja, kleine Miese. Punkt. Und dann kommt noch eine Beleidigung hinterher und what the fuck. Ja, das ist ein guter Punkt. Ja. Stimmt, Meinung darf man haben und auch schreiben, aber ja, keine Behauptung oder weiß ich was nicht. Genau. Passiert ist, ne, wir haben alle Mittel und Wege aufgesucht und so weiter und so wie ich es gesehen habe, so ist es auch tatsächlich passiert. Der Punkt ist mit dem Rücken und das will ich mal kurz aufgreifen ist, das wissen ja viele Leute gar nicht, weil ich es einfach in meinen Hauptvideos einfach gar nicht thematisiere. Ich habe diese Problematik, wie gesagt, seit ich 18 Jahre alt bin, da ist halt eine Erkrankung da vorliegend, die halt dafür sorgt, dass ich halt akute Schmerzen habe. Aber ich habe mir einen Bunker gebaut, über ein Jahr lang hinweg, da waren die auch voll dabei, die Rückenschmerzen. Ich habe ein Shelter, was man hinter mir sieht, aufgebaut. Ich habe 24 Stunden 100 Kilometer gemacht. Ich habe sämtliche Selbstversuche, die Überquerung der Insel mit Fritz zusammen. Also wir haben ja schon ganz, ganz viele Sachen gemacht, wo ich auch immer die Schmerzen schon ein Teil davon waren. Ich habe ein gutes Mittel, damit halt gegenzuwirken. Das ist halt Yoga, das ist jetzt meine Rückenschule. Ich gehe zur Physiotherapie, Osteopathie. Ich habe Schmerzmittel, die mir helfen, eine Rückenbandage, die ich halt benutze. Und in dem Format war es halt so, dass tatsächlich davor ganz, ganz viel passiert ist, was psychisch mich belastet hat. Und ich weiß, und das hat mir mein Arzt oft gesagt, psychische Probleme wirken sich gerne auch auf den Körper aus. Und das verstärkt manchmal einfach nur normale Gefühle oder Schmerzen, die man eh schon hat. Und es war in dem Fall auch so, wir hatten halt einen Jetlag des Todes. Wir hatten halt diesen Struggle mit dieser Feuerthematik, mit diesem Scotty-Grill und diese ganze Geschichte. Das hat ganz schön aufs Gemüt geschlagen. Und ich hab mir die Folgen auch angeguckt und habe halt auch gesehen, dass das sich für uns ganz anders angefühlt hat, als es eigentlich zu sehen ist. Wir waren in einem sehr, sehr, ja, ich sag jetzt mal, ja, uns ging es halt nicht so buckig prickelnd, ne? Also der Tag, bevor wir ausgesetzt worden sind, als kleine Side-Story, kam halt diese Thematik mit dieser Feuerproblematik auf und ich war am Ende. Ich war wirklich am Ende. Ich habe mich 4 oder 5 Mal übergeben, bin überhaupt nicht zur Ruhe gekommen. Das können wir bestätigen. Das haben wir, ja, wir waren da im Zimmer mit ihm. Ja, wir saßen im selben Raum. Ja, das können wir bestätigen. Daneben. Und das war widerlich. Nee, also ja, es war wirklich so. Ja. Wenn ich erhöht, also wenn quasi die Sanitäterin bzw. Die Notfallmedizinerin halt nicht. Wer? Die Ärztin. Wie hieß die eigentlich? Barbara. Ah, genau, wenn Barbara nicht gewesen Barbara, wäre. Beste Frau. Aber hätte wirklich. Ich auch gar keinen Schlaf bekommen. Die hat mir halt noch nicht Schmerztabletten, sondern Schlaftabletten gegeben. Die haben dafür gesorgt, dass ich wenigstens so 7 Stunden Schlaf hatte davor, was gut war und auch wichtig war, aber trotzdem war die Psyche komplett Fritte. Dann war der Fall mit Andreas Kieling noch dabei, der mich übelst mitgenommen hat tatsächlich, weil. Ja, wer Kinder hat, der weiß selber, was das in einem auslöst. Also ganz viele Sachen, die drumherum passiert sind, die mich halt komplett kaputt gemacht haben. Also psychisch, wo ich vorbelastet war. Und dann gehst du halt da rein, kommst da an, bist doch übelst hyped und dann merkst du langsam so, boah, der Spot ist ganz schön ass. Also der war wirklich, wo du dachtest so, scheiße, wo pennen wir denn? Wir waren völlig im Struggle, aber wir haben für alles eine Lösung gefunden. Und wir hätten auch für sämtliche anderen Probleme eine Lösung gefunden, auch für meinen Rücken. Ich habe ja halt so einen Blister dabei gehabt für meine Notfallmedizin, da sind halt Schmerztabletten drin, direkt für den Rücken. Und davon hatte ich ja noch reichlich. Und Tag 3 halt zu sagen, so, ich habe jetzt Rückenschmerzen, aua, ich gehe nach Hause, da bin ich gar nicht der Typ für. Und das, jeder, der mich kennt, weiß das auch. Also will ich hier einfach nur damit aufräumen, dass es nicht heißt, ey, wegen dir, also Fritz musste wegen dir auch raus, weil du jetzt halt Rückenschmerzen hast. Nein, das war eine Entscheidung, die wir beide getroffen haben und die hatte was mit der Trinkwasserversorgung zu tun. Und glaub mir, wir haben wirklich alles probiert. Also es macht auch keinen, also um das mal klar zu machen. Ja, das hat man auch gesehen, was sie da alles probiert genau. haben. Genau, das haben sie gut mit reingenommen. Ja. Und ich habe jetzt auch backgroundmäßig noch ein paar Dinge zu dieser ganzen Situation, auch was diese Pfützen mit diesem Moorwasser da angeht, angesehen. Und es wäre wohl auch nicht so gut gewesen, laut vielen einschlägigen Meinungen, da dieses Wasser aus den Pfützen dauerhaft zu konsumieren. Mhm. Ja, mal geschweige denn von dem versalzenen Wasser. Stellen aus dem Background jetzt, es macht keinen Sinn, da zu flunkern, dass da kein Wasser mehr war. Das gibt keinen Sinn. Nein, das sind wir auch nicht. Genau. Das ist nicht der Spirit, das ist nicht die Leidenschaft, die wir beide haben. Wir würden alles tun, um das irgendwie durchzuziehen, anstatt zu sagen so, ah, wir gehen jetzt raus, ach komm, ey, kommt uns gerade gelegen, wir haben jetzt kein Wasser, komm raus. Ja genau, nein, gerade gelegen wäre dann jetzt der Rücken gewesen. Ja, der eben. Ja, viel offensichtlicher wäre, aber und der war es halt nicht. Genau, und das, ja, ist für den einen. Also ich kann ja, manchmal habe ich das Gefühl, man kann erzählen, was man will. Die Dummen sind sehr laut. Damit meine ich jetzt nicht den normalen Zuschauer, damit meine ich nicht meine Community, damit meine ich nicht euch, sondern damit meine ich die Dummen, in Anführungszeichen, sind sehr laut, weil die bekommen so eine, also durch Kommentare, durch Nachrichten über Instagram oder überall bekommst du so ein Gefühl von, ja, hast halt reingeschissen. Ja, wir haben auch grundlegend reingeschissen, weil wir halt kein Trinkwasser mehr gefunden haben.
Das möchte ich auch gar nicht bestreiten. Vielleicht hätte man noch irgendwas machen müssen, was uns in dem Augenblick gar nicht klar war. Mir war zu dem Zeitpunkt nicht klar, was wir noch hätten machen müssen oder können. Von daher bin ich auch heute noch der Meinung, die Entscheidung ist und bleibt halt die richtige, weil uns ja, auch absichtlich irgendwie... Da muss ich auch sagen, finde ich auch. Also ich finde es völlig legitim, deswegen da rauszugehen, weil ja, sie haben nun mal kein Wasser gehabt oder keins mehr gefunden. Was willst du da machen? Sie haben vieles ausprobiert. Ende. Ja. Das ist auch Survival, wenn du irgendwann, also gut, beim echten Survival stirbst du dann halt irgendwann, aber so weit wollen wir ja nicht gehen. Richtig, deshalb ist es ja ein geschützter Rahmen, in dem das alles stattfindet. Aber was willst du machen, wenn du keine Flüssigkeit hast? Genau. Und dieses, nischt. Dieses Gelaber, ja, man schafft 3 Tage ohne Wasser, das wird ja dann auch immer oft, ja, aber die 3 Tage sind dann auch immer so die Kotzgrenze, ne? Also nach 3 Tagen ist dann auch wirklich, ja, das sehen ja viele auch nicht. Einen Negativ-Struggle zu kriegen, weil wir halt dieses Salzwasser oder versalzene Wasser getrunken hätten, das bringt es ja auch nicht, weil die Rettungskette wird gefährdet, wir werden gefährdet, das ganze Projekt wird gefährdet. Ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt einfach die richtige Entscheidung. Trotzdem muss ich sagen, dass ich außenstehend manchmal so das Gefühl hatte, mein Gott, Jungs, ihr seid ganz schön grumpy drauf. Ja, und ich glaube, also nur aus reiner Zuschauersicht, jetzt nicht als Teilnehmer, denke ich mir so, ja, also so richtig Freude hattet ihr nicht. Ja, es stimmt, wir waren ganz schön angeknackst. So von dort. Das hat definitiv auch noch mit reingespielt, gar keine Frage. So, das ist halt, das wollte ich und möchte ich einfach auch nochmal loswerden. Ich habe mich aber auch, und das haben sich auch viele gefragt, Madi, warum kam denn bei dir auf Instagram nichts und du hast gar nicht mehr so, keine Reactions, keine Stories, nichts dergleichen. Also der Grund auch, warum ich zum Beispiel jetzt bei Instagram oder bei mir auf dem YouTube-Kanal jetzt nichts nochmal kam von Samus Wild 3, Staffel 3, so Hype und bla, ja, ist zum einen natürlich, weil ich mit der Leistung von uns überhaupt nicht zufrieden war, weil wir halt nicht die Gelegenheit hatten, länger zu machen und wir hatten so geile Pläne für Shelter und alles drumherum, aber leider ist halt im Vorfeld viel, was einen aufs Gemüt geschlagen hat. Ich war halt auch von Kanada, ich hatte eine Kanada-Vorstellung, die war ein bisschen anders. Die war halt so Flüsse, Lachse und alles sowas. Ja, ich weiß und das ist auch richtig. Ja, aber da kann sich, glaube ich, jeder Teilnehmer anschließen, ja, dass alle eine andere Vorstellung von den örtlichen Gegebenheiten da hatten. Dass wir da am Meer ausgesetzt werden, hätte ich auch nicht gedacht. Ich dachte, wir sind mittendrin diesmal mit Absicht, damit es anders auch aussieht. Ja. Und wir haben da, jedes Team hat mindestens einen Fluss, sage ich mal, und so ein Flussufer da und dann geht's da los, so dachte ich mir. Ich dachte auch so, dass wir alle an einem Flussufer entlang ausgesetzt werden auf mehrere Kilometer. Ja. Aber gut, kommt immer anders, als man denkt, ne? Im Survival, wenn du irgendwo strandest, musst du klarkommen. Gar keine Frage. Vollkommen richtig. Ne? Also das ist, ich sag nur, was im Kopf abgegangen ist. Es geht jetzt wirklich nur um die psychische Sache und es hat tatsächlich bei mir dazu geführt, dass ich so ein bisschen down war. Auch vieles hinterfragt habe, auch so für Zukünftiges halt viel hinterfragt habe, weil auch so rundherum in der Orga Sachen nicht so funktioniert haben, wie ich es mir eigentlich gewünscht hätte. Ja, und das alles als Gesamtpaket hat natürlich so gesorgt, dass man sagt, okay, oh, wisst ihr was, lass uns einfach einen dicken Strich drunter machen, haben wir rein. Jetzt muss ich mal auf den Chat eingehen. Madin sagt zu allem, ich weiß jetzt nicht, wo es herkommt, Madin sagt zu allem Phobie, das sollte man nicht wörtlich nehmen. Genau. Das ist nämlich auch so ein Ding, dass im Internet die Leute immer auf alles wortwörtlich festnageln. Mhm. So, aber dass dann halt das, was da gesagt wurde, nicht das Gemeinte war. Ich meine, Madin und Fritz sprechen ja auch häufig in ihren Aufnahmen von irgendeiner Psychose. Und damit ist ja auch keine Psychose, meine Freunde. Aber das muss euch ja klar sein. Das sind dann Überspitzungen, die dann halt stellenweise getroffen werden, die natürlich einfach nur das, was man gerade fühlt, in irgendeiner Form verstärken. Aber dass da immer jedes Wort so crazy auf die Goldwaage gelegt wird, ist halt auch nicht Sinn der Sache. Ja. Feierabend so. Ja, deshalb habe ich auch danach nicht nochmal eine Reaction gemacht, keine Instagram-Stories oder irgendwelche Fotos gepostet, weil ich einfach nicht in dem Mut war. Und dann bringt es mir auch nichts so zu tun, als ob. Das wollte ich auch nochmal loswerden. Ja, auch das Video hier fällt mir relativ schwer, weil ich das eigentlich unkommentiert lassen wollte. Aber ich denke, für viele da draußen, die mich kennen oder die mich schon eine Weile begleiten über diese ganze lange Zeit, denen bin ich das schuldig. So, eigentlich sollte es keine Rechtfertigung werden, klingt wahrscheinlich aber genau so. Ich will nur mal ganz klarstellen, wir sind raus, weil wir kein Trinkwasser hatten. Ja, und ich hatte noch genug Pillen, wir hätten noch locker 10 Tage durchziehen können. Also das nur mal so als Zeitpunkt. Genug Pillen, finde ich gut. Und der hatte nicht irgendwas dabei, ne? Der hatte den krassen Scheiß dabei, wenn ich mich, Zeug, Leute, wenn das ich mich richtig Zeug erinnere. Ja. Naja. Das war's nicht. Und ja, ich hatte Stock. Ja, das lag daran, weil der Strand halt so war. Und wir mussten halt jedes Mal 1,5 Kilometer zum Wasser laufen. Und ja, das geht auf dem Rücken. Und ja, auch das Schlafen war nicht besonders cool, aber das geht schon irgendwie. Und so war es auch in meinen anderen Projekten. Ob es ja, wie gesagt, der Bunker war oder andere Projekte, wo ich halt einfach, dann beißt man auf die Zähne, dann macht man halt und geht halt dadurch. Naja, Fritz hätte schon weiter in den Fluss hochgehen können. Das wirkt nicht nach alles versucht, meiner Meinung nach. Ja, ja, gut. Aber was ist denn dann, wenn dann, keine Ahnung, Kilometer den Fluss hoch, dann Süßwasser gewesen wäre? Was wäre dann die Lösung gewesen? Die Rettungskette gefährden und sich da irgendwo einen Kilometer weit im Land verkriechen?
Ich denke halt nicht so. Das ist ja Quatsch auch. Ich meine, es gibt ja einen Grund, warum die Orga die jeweiligen Spots ausgewählt hat. In der Hoffnung wahrscheinlich auch, dass die Teilnehmer sich nicht sehr weit von den eben jenen ausgewählten Spots entfernen. Klar darfst du einen Kilometer weit ins Land laufen. Aber wenn da dann wirklich im Land irgendwas krachen geht, dann ist halt Asche. Mhm. So, und deshalb ist das halt auch keine valide Lösung gewesen, so. Meiner Meinung nach. Das gehört dazu. Und das habe ich die ganzen Jahre gemacht. Deshalb will ich nochmal ganz klar verdeutlichen, ey, es war tatsächlich wegen dem Trinkwasser, warum wir raus sind. So, ganz wichtig. Ja, und zwischen mir und Fritz, also Fritz wusste das auch mit dem Rücken. Und das ist genau der Punkt. Weil Fritz es wusste, hat er sich da auch gar keine Gedanken gemacht. Warum auch? Weil ich ja auch alle anderen Projekte, die wir zusammen durchgezogen haben, auch mit Rückenschmerzen gemacht habe, gemeistert habe. Ja, mal mehr, mal weniger, mal doller, mal nicht so doll. Und da in dem Format, da war mal, wenn wir jetzt eine Skala haben von 1 bis 10, war ich bei einer 5. So, ne, das ist halt so, eine 5 ist noch, da ist noch ganz viel Luft nach oben. Wenn ich morgens aufwache und halt so beide taub, so ein bisschen, ja, das gehört auch dazu. Aber wenn ich dann irgendwann nicht mehr laufen kann oder nicht mehr krauchen kann oder nicht mehr atmen kann, dann ist das eine andere Nummer. Aber so weit war es noch gar nicht. Wichtig war halt nur, dass wir die Diamanten mit reinnehmen, was ich im Nachhinein so ein bisschen bereue, weil jetzt halt dadurch dieses Gerücht aufgekommen ist. Ist aber nicht so. Also, ne. Und glaub mir, ich hätte mir nichts sehnlicher gewünscht, als mit Fritz da 14 Tage einfach zu liefern. Einfach da unseren Scheiß zu machen. Wir hatten so viele Pläne, so viele Gedanken, so viele Ideen. Wir haben uns so viel im Vorhinein beschäftigt mit der ganzen Sache. Ich habe nochmal die ganze Wildthematik aufgenommen, nochmal jagen und das ganze Drumherum. Und dann zu sagen, ey Jungs, ihr habt euch einen Exit gesucht, seit Tag 3 raus, ist halt einfach Fakt. Das hat auch übel Spaß gemacht, sich vorzubereiten, ne? Mhm. Weil du weißt, das ist für so ein Riesenprojekt, für eine riesige Sache, für 14 Tage, Alter. Das hat richtig doll Spaß gemacht, so richtig deep da reinzugehen. Ja. Also wir haben uns ja wirklich gut vorbereitet und ihr habt ja auch die Videos gesehen, aber wir haben natürlich nicht überall immer Videos gedreht, wir haben uns noch weiter vorbereitet. Das hat richtig Bock gemacht. Wir waren richtig tief in der Materie drin. Also sind wir ja eh schon, aber das war nochmal, war nice. Ja, aber wir waren auch viel zu tief in irgendwelchen Materien drin, die uns am Ende halt gar nichts gebracht haben, leider. Ja, aber das weißt du ja vorher nicht. Genau, das weißt du vorher nicht, weil du halt mit anderen Dingen rechnest, so. Ja. Ja. Kette gefährden. Naja, Zivilisation war jetzt nicht so weit weg, hat Fritz genug thematisiert. Ja, ja, klar, die war nicht weit weg. Aber wenn du dann so ein 105 Kilo Madin ein Kilometer durch diese Gegebenheiten da schleppen musst, unter Zeitdruck, wenn du nicht weißt, was passiert ist, oder so, stell mal vor, ein Rätsmann, sollte das Rettungsteam und zwei andere Leute mit den, wer sollen die da einen Kilometer aus dem Wald tragen bei den Gegebenheiten da vor Ort? Und dann lass mal was richtig Schlimmes passiert sein. Also, da kann diese komische Anlegerhafen noch so nah dran sein. Weil mit dem Heli, also kannst du höchstens mit dem Heli vielleicht rausseilen oder sowas. Aber sonst, Asche. Das ist Bullshit, so. Ganz wichtig. Wow. Max, hast du Fragen? Max sitzt nämlich im Hintergrund, der macht gerade so ein bisschen den Moderator. Ja, ich versuche gerade einfach nur, dass wir nichts vergessen. Ja. Aber du hast eigentlich alles Wichtige angesprochen. Ja. Es macht auf jeden Fall, nochmal um das auch aus meiner Sicht jetzt zu sagen, keinen Sinn, jemanden für seine Entscheidung auch nur in irgendeiner Art und Weise anzuprangern, öffentlich in Kommentaren oder Insta-DMs. Das sind alles Menschen. Die ganzen Kandidaten sind Menschen. Und was ihr denen schreibt, das fühlen die auch und das tut denen auch weh. Ja, genau. Also versucht da mal ein bisschen auf eure... Ihr könnt ja sagen, ey, ich bin enttäuscht, ich hätte die gerne länger gesehen. Jo. Hätten sie selber auch, so denken die ja selber. Ja, genau. So, aber achtet wirklich darauf, wie ihr sowas formuliert und wie ihr im Internet halt Sachen schreibt. Unterwegs halt, ja, genau. Ist halt nämlich unter alles Sau. Ja. Ja, ist ein guter Appell, können wir nur so bestätigen. Check. Warte mal, jetzt habe ich hier noch irgendwas gelesen. Martin und Fritz meinten ja, dass sie vom Mindset angepisst waren wegen allem, was vor der Aussetzung war. Wie war das bei euch? Habt ihr das ausblenden können und 100% hyped starten können? Puh. Ja, wie war das bei uns? Also dieser ganze Vorlauf war halt wirklich schon 100% Kacke. Das haben wir, glaube ich, auch oft genug schon gesagt. Ja, aber pisst waren wir in dem Moment deswegen nicht. Wir waren davon eher fertig. Mhm. Wir waren müde im Kopf davon und müde auch so, weil das halt so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Aber jetzt angepisst waren wir nicht. Wo wir mit dem Boot dann raus sind, ihr habt's ja in der ersten Folge gesehen. Halt's Maul! Noch eine Plane! Ich versuche die ganze Gerrit, das sind 2 Minuten hinter. Halt's Maul! Noch eine Plane! Ja, also nee, man ist, wenn man da rausgeht, komplett leider viel zu doll hyped, wenn man rausgeht. Und dann fällt dir ein Ast auf den Kopf. Weil, genau, weil du so hyped bist. Ja.
Props gehen trotzdem nochmal raus. Ich habe auch nicht nur Negatives bekommen. Es waren auch viele dabei, die aktiv zu mir gesagt haben, ey Martin, ey, tut mir voll leid, kann man dir irgendwie helfen oder sowas. Also an die Leute, ne, ich will jetzt nicht nur das Negative vorheben, sondern auch mal positiv reden. Es gab auch genug, die gesagt haben, ey Mensch, tut mir voll leid und so, schade, bla bla. Und ne, das habe ich auch mitbekommen. Und das hat mir auch gut geholfen, das fand ich auch gut. Das ist halt auch so krass, ne? Das ist auch so ein Phänomen, so, ich weiß gar nicht, es braucht ja irgendwie sieben gute Taten oder sowas, um eine schlechte Tat wieder aufzuwiegen, so für den Kopf. Und ich kann mir vorstellen, dass Martin auch super, super viele, sagt er auch gerade, positive Nachrichten bekommen hat. Aber wenn du da halt einmal in so ein Forum reinguckst, wo wirklich nur Scheiße steht, ja, dann ist es ja auch wieder eigentlich nur so ein ganz kleiner Teil der Zuschauer, die da meckern ist. Lass es 200, 300 Leute sein, ne? Ja. So, und dann haben die auf Insta vielleicht 600 Leute geschrieben, dass es alles toll war. Aber in deinem Kopf macht dich das trotzdem so kaputt, wenn du so viel Hate und dummes Zeug abbekommst, dass das gar nicht wieder aufzuwiegeln ist, ja. Und dann hast du ja noch keine Ahnung, wie viele Millionen, denen das scheißegal ist, dass es passiert ist. Ja, ja. Aber das, so funktioniert der Kopf halt nicht. Und das ist, ja, schwierig. Aber ich kriege ja auch mit, auch aus Staffel 2 und jetzt aus der aktuellen Staffel merke ich halt auch von Kollegen, ich nenne sie jetzt einfach mal so, die auch ganz schön was abbekommen für Entscheidungen, die sie getroffen haben, und denke mir so, ey, das ist nicht fair, wirklich nicht, weil jeder Mensch ist unterschiedlich, jeder hat eine andere Psyche, der eine kann besser mit dem, der andere kann besser mit dem, und dann darf man auf gar keinen Fall denjenigen anprangern, wenn er eine Entscheidung trifft, egal wie die aussieht. Und wenn er, selbst wenn jemand Tag 1 einen Dave gemacht hätte, na und? Ihr wisst nicht, was in den Leuten vorgeht. Ihr wart nicht in der Situation. Ihr wurdet nicht irgendwo ausgesetzt, über tausende Kilometer von zu Hause weg, ne? Das darf man immer nicht vergessen und unterschätzen. Und dann stehst du plötzlich da. Das macht was mit dir. Also vorsichtig sein mit dem, was ihr schreibt. Und ja, manchmal wünsche ich mir einfach nur, die Dummen wären ein bisschen leiser. Und das Schlimme ist halt, du hast tausende positive Kommentare und dann sind da 10 bei, die dich aber sowas von treffen. Die brennen sich ein. Ja, die brennen sich ein und dann fängt man auch an, sich selber zu zweifeln. Und das Schlimme ist, wenn man nicht gefestigt ist in seiner Position, dann kann das eine ganz schnelle Abwärtsspirale geben für jemanden, der sich das zu Herzen nimmt. Und ich merke das bei mir, das gemacht, habe gesagt, okay, ich konsumiere das erstmal nicht, weil ne, man hat auch ein normales Leben und so weiter, das ist ganz wichtig. Also da wünsche ich mir einfach, dass viel mehr Empathie da ist und nicht so schnell heraus irgendwie geschossen wird mit Kommentaren, die halt wirklich, Entschuldigung, aber dann, wie Max schon sagte, unter aller Sau sind. Und ich glaube, hier habe ich das Ganze nochmal ganz deutlich gesagt und ey, das wäre doch so cool, wenn man halt ein bisschen positiver miteinander. Finde ich voll schön so. Das würde ich mir wünschen tatsächlich. Ja, ich will einfach die Gelegenheit auch nochmal ergreifen, weil ich gerade hier so vor der Kamera sitze. Wir haben geisteskrank viele Zuwächse quasi auf dem Martin-Kanal, wo ich mich ultra drüber gefreut habe. Wir sind jetzt bei 442.000 oder sowas. Ja, ja. Das ist einfach eine geisteskranke Zahl. Ich freue mich, dass ich euch damit unterhalten kann, was ich hier mache, probiere, austeste und so weiter. Ich habe auch sehr viel Spaß daran. Wir neigen uns dem Ende 2023. Ja, und ich finde es ja auch schön, so einfach mal Danke zu sagen. Danke an euch da draußen, dass ihr wirklich von der ersten Stunde an dabei seid, immer wieder neue Kommentare reinhaut. Gerne. Das ist auch so ein Thema. Viele sagen in den Kommentaren, schreiben dann so, schade, ich bekomme ja gar kein Feedback. Ja, ich weiß, es ist manchmal ein bisschen traurig, weil man halt nicht direkt auf die Kommentare antwortet, aber ich sehe die trotzdem und ich mache mir auch Gedanken und manchmal entscheide ich mich auch in Videos aktiv für etwas anderes, weil ich sehe, ey, die wollen das gar nicht, die wollen das und dann mache ich das. Das müsst ihr euch auch mal vor Augen halten. Also ich bin schon bewusst dabei, was ihr schreibt und gehe darauf auf ein und lasse das in meinen Videos mit einwachsen. Das ist ganz wichtig. Ne? Also eure Kommentare verpuffen nicht. Sondern das kann ich tatsächlich zu 100% nachvollziehen. Uns schreiben auch manchmal dann welche auf Instagram privat, ey, schade, dass ihr so abgehoben seid oder so. Ihr antwortet ja gar nicht. Wir lesen die Nachricht, aber wir können nicht jeder Nachricht beantworten. Dann können wir keine Videos mehr drehen. Dann können wir gar nichts mehr machen. Da kommen so viele Nachrichten und so viele Kommentare. Aber ich schwöre euch, wir lesen trotzdem jede Nachricht auf Instagram und jedes Kommentar. Wahrscheinlich, ja okay, fast jedes Kommentar. Ja. Ja, aber Antworten... Das ist ja auch unrealistisch. Ist, ja. Manche großen YouTuber stellen sich da Leute ein, die dann Kommentare beantworten. Das hat ja gar keinen Sinn. Ja. Das hat ja gar keinen Sinn. Ich wollte gerade sagen, also... Ja, machen wir nicht. Wir manchmal lesen das mache selber ich das so ganz punktuell... Mache ich auch manchmal, ja. So, wenn es so Kommentare sind, wo ich mir wirklich so denke, oh krass, da hat sich wirklich jemand Mühe gegeben, ja. Gedanken gemacht, nette Nachricht, also eine wirklich krasse Nachricht geschrieben, so. Ja. Da macht man das mal, aber wenn du das bei jedem machst, kannst du ja wirklich, ja. Kannst dich ja
Weiß ich nicht. Und damals haben wir es stehen gelassen, wenn heute Kommentare kommen bei YouTube, die uns beleidigen, äußerlich oder was auch immer, die werden direkt weggebannt. Ja. Können dann nie wieder schreiben, können sich einen Fake-Account machen. Ciao. Diese negative Kacke, die gebe ich mir nicht mehr. Genau. Und nee, Valenta, nur du, nur ausschließlich du bist unserer nicht würdig. Das kann ich tatsächlich, das stimmt, ja. Juti. Lese ich halt auch. Vielleicht jetzt nicht alle, das ist Quatsch, aber der Grundtenor, der ist da. Danke, dass ihr tatsächlich immer fleißig dabei seid, die Videos schaut, mich supportet in jeglicher Sicht. Fettes Danke, Küsschen. Ich wünsche euch alle ein super geiles Weihnachtsfest. Kommt gut ins neue Jahr. Und ich weiß nicht, ob das das letzte Video ist für dieses Jahr, aber wenn es das sein sollte, wird es nicht sein. Aber trotzdem wünsche ich euch ein geiles Fest, schöne Zeit mit der Familie und so weiter. Und wir, ja, wir sehen uns auf der anderen Seite, egal was jetzt noch kommt. Stimmt. Ich wollte es einfach mal loswerden. Einfach ein dickes Fest. Sag es. Ich habe euch lieb. Sag es. Küsschen aufs Nüsschen. Euer Survival-Mann. Was? Du verdammter. Na gut. Ja. Ich glaube, Manning ist verrückt. Jetzt mal ehrlich, er lebt gefährlich. Ja, wichtiges Video. Ja. Und ich hoffe, damit ist jetzt auch alles für diese ganzen, ja, ich sag's mal lieber nicht, geklärt. Ist es nicht, wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht.